Gebet zur geistlichen Erneuerung des Priestertums. Herr Jesus, du hast gesagt, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus meinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Johannes 7, 37 bis 38. Wir glauben an dich, Herr Jesus. Vertiefe in uns den Durst nach deinem Geist und lass uns aus den Strömen lebendigen Wassers trinken, die aus deinem Innern fließen. Schenke deiner Kirche die Gnade eines neuen Pfingsten. Versammle sie in dem einen Geist um dein Wort und deinen Leib, wie du einst die Urkirche um Maria versammelt hast. Lass durch sie deinen Glanz vor den Völkern erstrahlen und deine Herrlichkeit leuchten bis an die Grenzen der Erde. Herr Jesus, heilige deine Priester, erneuere in ihnen dein Priestertum. Lass durch sie deine Liebe und dein Mitgefühl erfahrbar werden. Erweise denen, die du mit deinem Blut erlöst hast, deine Barmherzigkeit, damit dein Reich sich immer mehr in den Herzen ausbreitet und dein Evangelium bis an die Enden der Erde gelangt. Darum bitten wir dich vertrauensvoll mit Maria, deiner und unserer Mutter, die als erste das Wasser und das Blut aus deiner geöffneten Seite geschaut hat und die mit dir, der pilgernden Kirche, beständig den Beistand des Geistes anruft. Lass auf ihr Gebet hin die Ströme lebendigen Wassers, die aus deinem durchbohrten Herzen kommen, überfließen, damit der neue Himmel und die neue Erde werden. Amen.